Jo Leute, servus und herzlich willkommen zu dem neuen Farm-Vlog. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wollten wir heute mal hier unseren Farmdruid anschauen. Ich stehe schon Video für Video da davor, aber um den geht es irgendwie nie. Obwohl ich eigentlich noch ein Video drüber machen wollte, aber ich habe eine E-Mail gekriegt vom Vertreter. Wenn es kalt wird, sollten wir die Batterien rausmachen. Jetzt sind scheint irgendwelche besonderen, also das sind keine normalen Auto- oder LKW-Batterien. Das ist irgendeine, ich weiß nicht, können wir dann mal anschauen. Auf jeden Fall habe ich jetzt immer wegen vor mir hergeschoben, weil ich wollte einfach das Video drüber machen. Ich wollte ihn putzen, ich wollte ihn umparken, weil ihr seht es hier zwischen Tür und Angel. Sprichwörtlich steht er da ein bisschen. Wir wollten eigentlich da unten reinfahren oder. Keine Ahnung, eigentlich haben wir keinen Platz, aber jetzt habe ich den Wetterbericht aufgemacht, habe gesehen, hey, minus 6, minus 7 Grad morgen, jetzt muss die Batterie raus und genau, das schauen wir uns jetzt mal an. Unten ist die drin. Müssen wir mal gucken, wie geht das auf hier. Die zwei Klappen wahrscheinlich. Waschen soll man den angeblich nicht, aber nötig wäre es immer, so dreckig wie der ist. Zieht den Staub magnetisch an, das ist der absolute Wahnsinn. Jetzt schauen wir mal. Geht das mit einer Hand? So, wie geht jetzt das? In der E-Mail war gestanden, da sind bloß zwei Stecker drin, wo man die abmachen kann. Welche Stecker sind jetzt das? Ah, das da ist bloß die Festigung hier, der Gummi. Dann können wir gleich mal wegmachen. Machen wir den Gummi da auch noch weg. Das ist alles scharfkantig da oben. So, das kommt aus der Batterie. Nehme ich an, dass das der Stecker da ist. Bloß, wie geht der raus? Oh. Gar nicht schwer. Die Seite auch noch. Das ist schon schwerer. Nee, weiß jetzt nicht, ist das wichtig, was da links rechts ist. Na ja, gut. Man sieht es ja auf dem Video, kann ich nachher wieder anschauen, wie sie rein müssen. Jetzt doch noch beschriftet. Sicher ist sicher, jetzt muss ich es gleich wieder weg. Nee, man sieht es noch, aber muss ja nicht sein, dass man es falsch um reinbauen und dann irgendwas ist. Schubkarren habe ich auch geholt, stelle ich es jetzt rein und dann schauen, ob wir irgendeinen schönen warmen Platz finden. So, Batterien sind aufgeräumt, schön im Warmen, einmal frei, wie das sein muss. Genau, ich will noch überlegen, wollte noch ein paar andere Sachen aufräumen. Zum einen den Clemi seinen Stand, der steht immer noch unten an der Straße. Papa hat noch mal die Schnecke, die da reinstellen, wo ich im letzten Vlog einen Hänger reingestellt habe. Da wollte ich den Stand auch reinstellen. Das ist die Frage, warum wir das machen. Ob wir zuerst die Schnecke reinstellen oder zuerst den Stand. Ist vielleicht fast gescheiter, dass wir zuerst die Schnecke reinstellen. Dann passt du mal auf, die ist ja recht lang. Fahrwerk ist ziemlich weit vorne oder mittig. Und die Schnecke, die steht dann quasi da über den Hänger drüber, immer so vorgestellt. Oder da hinten vorbei, irgendwie so schräg rein. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob die hier reinpasst. Da wir es gerade mal abgeschritten sind. Hier sind 10 Meter bis zu dem Sack da vorne. Und hinter dem Sack geht es auch noch weiter. Also vielleicht auch 11 Meter und die Schnecke ist 9 Meter lang. Sportlich gerade auch hier mit dem Hänger und dem Rohr, was da runterkommt. Aber das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Das drum da vorne haben wir irgendwann einmal im Vlog repariert. Da ist ja der Bolzen vorne abgerissen. Aber weswegen es abgerissen ist, ist hier die Kurbel, weil die nachgegeben hat. Die ist immer noch kaputt. Gut, die Schnecke, die hat seither keiner mehr gebraucht. Aber neue Kurbel habe ich da liegen. Wollen wir mal schauen, ob wir die alten noch reparieren können. Genau. Jetzt haben wir da vorne die zwei Seile zusammengeklemmt, damit sie nicht runterkracht. Weil eben die Kurbel das nicht mehr hält. Vorsichtshalber haben wir noch einen Balken drunter gestellt. Papa hebt jetzt mal hoch. Dann tun wir den Balken nochmal weg und sind gespannt, ob das hält oder ob das wieder zusammenbricht.
So, schauen wir mal, ob es bis da unten hält. Bin ich mal gespannt, ob das reinpasst, weil die schrägen Arme, wo die Schnecke an sich halten, die kommen ja auch noch. Und ob das dann mit dem Hänger da drin zusammenpasst, aber ja, schauen wir jetzt oder mal. Geht auf jeden Fall immer ziemlich eng hier zu. Gut, dass der Teleskop da eine Vierradlenkung hat, geht es eigentlich ganz gut. Also wenn es das ausgehalten hat, die Schläge, dann hält es den Rest nochmal auch aus, würde ich immer sagen. Wird eng. Gerade da vorne am Hänger, ne? Aber wenn wir den Hänger vielleicht ein bisschen vorziehen, so wie die Deichsel jetzt steht, dann haben wir wieder mehr Platz. Ups. So, haben wir wieder Platz, jetzt können es langen. Einwandfrei. Passt einwandfrei, würde ich sagen, wie ausgemessen. Da vorne ins Eck kommt jetzt noch ein klemmischer Stand und dann haben wir wieder ein bisschen mehr aufgeräumt für das Jahr. Sehr gut. Das ist perfekt, der hat ihn auf Palette gebaut. Können wir direkt mit der Palettengabel aufnehmen und ja. So, perfekt, jeden Zentimeter genutzt, einwandfrei, so muss das sein, Platz kostet Geld, gell? Machen wir das Tor noch zu und dann schauen wir weiter.
So, noch ein paar Lüftungsgebläse angeschaltet, hier der Hafer. Und Papa schaut gerade noch unten das vom Weizen an, also das Außensilo. Falls es ein bisschen warm wird oder ja, dass man einfach immer wieder mal kalte Luft reinbläst, auch gegen Getreideschädlinge. Alles unter 10 Grad überleben die, glaube ich, nicht, weil ich es richtig im Kopf habe. Genau, und jetzt, wenn es nachts so kalt ist, ist ja das optimal, dass man da Luft reinbläst. Zumindest abends und morgens. Gut, wenn die Luft zu feucht ist, ist auch nicht so optimal, aber genau, muss halt ab und zu mal sein. Im Außensilo haben wir Messgeräte drin, dass wir Temperaturen ausschauen können. Haben wir jetzt gar nicht gemacht, wir haben es einfach mal angeschaltet. Schalten wir nachher wieder aus, in einer Stunde oder so. Genau, aber ansonsten würde ich sagen, für heute hier, Tore zu. Feierabend, heute ist Samstag, nächste Woche geht's weiter. Aber, ach ja, genau, ich filme heute mit einer anderen Kamera. Normal filme ich mit dem iPhone, iPhone 12 oder was das ist. Weiß gar nicht, versteht man mich jetzt überhaupt, wenn das Gebläse so laut ist, gehen wir ein bisschen dahinter. Ist ein bisschen dunkler, ist optimal, das ist, was ich euch fragen wollte. Wie gesagt, normal filme ich mit dem iPhone. Aber da ist mir jetzt aufgefallen, da ist die Lowlight Performance absolut schlecht. Lowlight Performance heißt, so wie hier, wenn es dunkel ist, dann fängt es volles Kriseln an. Ist mir gerade bei den Szenen hier in den Bereichen aufgefallen, bei den Zwiebeln oder so. Zeig mal hier meine DJI Osmo Action steht drauf, genau probiert. Weil ich mir zur Besuchung sein Video angeschaut habe und der filmt ja andauernd irgendwo im Dunkeln in seiner Werkstatt und bei dem kriselt nie was. Genau, wollte ich jetzt einfach mal probieren, ob es in meiner Action Cam genauso geht. Schaue ich mir jetzt am Computer mal an und nächste Woche geht's weiter.